Wir kommen damit zunächst, und da brauchen wir erstmal keine Abstimmeinlage, in den Tagesordnungspunkt 12, die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Und wir beginnen in der ersten Fragerunde mit Bündnis 90 Die Grünen. Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, kurzen Rückblick auf den Sommer diesen Jahres, 24. Juni. Nach dem Großbrand im Industriegebiet bei der Firma Nestor sind der Club Sektor E nur eingeschränkt und auch diese Probenräume, die dort mit integriert sind, nach wie vor nicht nutzbar. Die Veranstalterinnen und Veranstalter, dann auch die Künstlerinnen, sind nach 2 Jahren der Pandemie teils mittellos und haben zumeist ihre finanziellen Rücklagen daran auch aufgebraucht. Sie als Oberbürgermeister haben kurz nach dem Brand schnelle und pragmatische Hilfe versprochen, damals. Dazu gehörten unter anderem finanzielle Zusagen, die Bereitstellung von Alternativgebäuden und Räumen für den Club selbst, aber auch für die Probenräume für die Bands und Musikerinnen. Jetzt nochmal meine Frage dazu, dann aus diesen Zusagen, die Sie dort gegeben haben, Versprechungen, welche konkreten räumlichen und finanziellen Unterstützungen haben jetzt die Betreiber des Clubsektors und auch die betroffenen Musikerinnen bislang vom Oberbürgermeister erhalten? Welche konkrete Unterstützung sind im aktuellen Entwurf des Doppelhaushaltes eingeplant? Und gibt es mögliche Unterstützungsangebote von Dritten, um die prekäre und auch räumliche Situation bei Probenräumen und für die Clubszene in Dresden zu verbessern? Also, uns hat alles das Feuer sehr betroffen und getroffen. Und insofern bin ich sowohl dem Eigentümer da auch sehr dankbar, dass er sehr schnell da agiert hat und auch, dass die Möglichkeiten erfreulicherweise sich nach dem Brand herausgestellt haben, besser waren als zunächst befürchtet, dass die Räume wenig Schäden erlebt haben und nach relativ kurzer Zeit bereits 40 der Räume am Standort wieder freigegeben werden konnten. Weitere 40 Räume sollen jetzt im November folgen, sodass dann der gesamte Clubbereich und die gesamten Möglichkeiten des Standortes den Kreativen wieder zur Verfügung stehen. Das ist erstmal eine ganz tolle Botschaft. Unabhängig davon sind wir ja hineingegangen, auch innerhalb des Hauses zu prüfen, wo gibt es alternative Möglichkeiten, wo entsprechend Kreative untergebracht werden können, wo wir weitere Entwicklungsmöglichkeiten haben. Das ist ja auch auf Wünschen, die auch der Rat ja formuliert hat in der Vergangenheit, auch fußend. Davon sind mehrere Standorte betrachtet, aber es ist alles so, dass es nie innerhalb von einer Woche an den Markt bringbar sind, weil da müssen erstmal Objektvoraussetzungen geschaffen werden, die sowohl im Sinne des Brandschutzes und der Möglichkeiten, diese auch bauordnungsrechtlich nutzen zu dürfen, an den Markt zu bringen. Das ist ein Prozess, der in der Verwaltung angeschoben ist, Ihnen dann auch Vorschläge zu unterbreiten, das entsprechend umzusetzen. Ansonsten engagiert sich die Stadt in vielen Bereichen für die Clubszene, sowohl in der institutionellen Förderung, der kommunalen Kulturförderung fließen fast 500.000 Euro an institutioneller Förderung hinein. Weitere Projektförderungen sind auch vom Kulturamt vorgesehen für das Clubnetz Dresden. Und wenn Sie dem so entsprechend folgen, dann mit dem Haushaltsberatung 2023 umzusetzen. Das Amt für Kultur und Denkmalschutz hat sich mit dem Konzept Bleibt neugierig, Kulturstadt Dresden 2022 erfolgreich bei der Ausschreibung der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen für die Kreativszene von knapp 600.000 Euro engagiert. Und auch der Stadtbezirksbeirat Neustadt hat Wort gehalten und hat ja in einer sehr schnellen auch Bereitschaft signalisiert, da mit Mitteln unterstützend einzugreifen, hat die ersten Bewilligungen da auf den Weg gebracht. Weitere Projektanträge liegen jetzt vor
Und es ist auch geplant, in den nächsten Sitzungen da weitere finanzielle Mittel dafür vorzusehen. Im nächsten Doppelhaushalt sind derzeit vorgesehen 250.000 Euro für den Erhalt und die Errichtung von Kultur- und Nachbarschaftszentren. So ist derzeit das Vorhaben. Man muss aber eines dazu sagen, und da muss man auch ehrlich dazu sagen, die Haushaltsberatungen waren vor dem Brand abgeschlossen gewesen innerhalb der Verwaltung. Nachsteuerung müssen wir dann miteinander hier in der Haushaltsberatung vornehmen. Erstmal vielen Dank für die Antwort. Auf der anderen Seite noch meine Nachfrage. Also das, was Sie jetzt aufgezählt haben, sind ja letzten Endes Bemühungen oder auch Bestrebungen, also sowohl vom Eigentümer der Firma Nestler, auch jetzt dann mit den Proberäumen, dann, die dann vielleicht dann noch in dem bisher abgebrannten Teil eventuell entstehen dann, aber auch die werden ja nicht ohne weiteres in der Schnelle dort entstehen. Das sind ja aber alles sozusagen nicht Ihre Aktivitäten dann. Also die sind ja jetzt, also das, was Sie aufgezählt haben, sind alles Dinge dann, wo andere Seiten dann, andere Akteure letzten Endes tätig geworden sind, ohne dann, dass Sie jetzt selber dann diese Unterstützung, die Sie zugesagt haben, jetzt irgendwie mit selber aufgezählt haben. Also unter anderem haben Sie sich ja darauf berufen dann, ja, dass es da Spenden gibt dann und dass die erstmal mit genutzt werden sollen. Also Sie haben ja letzten Endes nicht wirklich konkret dann Ihre, also die Nachfrage ist wirklich dann, was haben Sie konkret von den Zusagen, die Sie jetzt gegeben haben an finanzieller Unterstützung, auch für diese Räume, wirklich von sich aus dann auf den Weg gebracht? Alles andere, was Sie jetzt genannt haben, ist dann nicht also wirklich dann von Ihrer Seite gekommen. Der Oberbürgermeister ist grundsätzlich immer für alles verantwortlich. Das gilt im Negativen, wie natürlich auch im Positiven. Und sehr wohl sind da alle Fragen, die auch wieder mit der Wiedernutzbarmachung der Räumlichkeiten sind, auch koordiniert die Ämter vor Ort aus dem Bürgermeisteramt geführt, die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung sehr engagiert vorangetrieben. Wir sind mit sehr vielen Grundstückseigentümern im Gespräch, nicht nur im städtischen Beritt. Und sehr wohl wird diese Thematik aus dem Oberbürgermeisterbereich mit seinen Beigeordneten, mit seinen Amtsleitern und allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung insgesamt geführt. Zweite Nachfrage dann, die Frage ist ja dann, inwieweit sozusagen nochmal von Dritten dann auch Angebote an die Stadt gemacht worden sind, dann, die ist jetzt glaube ich noch nicht genannt worden dann oder beantwortet worden. Gibt es dort irgendwelche Angebote dann, wo vielleicht dann auch Stiftungen oder andere jetzt Akteure dann jetzt hier die Stadt Dresden unterstützen wollen, dann um Clubräume oder auch Probenräume hier in Dresden zu aktivieren? Also von Geschenken an die Stadt ist mir nichts bekannt. Vielen Dank. So, wir fahren fort in der weiteren Fragerunde. Es ist als nächstes die AfD an der Reihe, Frau Dr. Schips. Die Landeshauptstadt Dresden. Geht er? Hallo, ja, es geht gut. Sehr geehrter Oberbürgermeister, seit den Sommermonaten verzeichnet die Landeshauptstadt Dresden eine stetig wachsende Anzahl von Flüchtlingen. Zum einen kommen nach wie vor Frauen, Kinder und ganze Familien aus der Ukraine hierher. Zum anderen wird jeden Tag durch die Bundespolizei eine große Anzahl von Flüchtlingen auf dem Dresden Hauptbahnhof aufgegriffen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um junge Männer und Minderjährige, die sich über die sogenannte Balkanroute auf den Weg nach Deutschland machen und sich somit illegal hier aufhalten. Die Zahlen steigen tagtäglich. Die Landeshauptstadt Dresden verfügt nur über begrenzte Unterbringungskapazitäten und kann die Last nicht mehr schultern. Laut Aussagen der Verwaltung, Zeitungsinterview mit der damals amtierenden Sozialbürgermeisterin Frau Dr. Kaufmann, erwartet die Landeshauptstadt Dresden bis Ende 2022 1.700 neue Zuweisungen von der Landesdirektion. Geht man jedoch davon aus, dass weiterhin 200 illegale Flüchtlinge pro Woche nach Dresden kommen, sind es am Ende mindestens 2.600 Menschen. Erstens. Was veranlasst die Landeshauptstadt Dresden anzunehmen, dass der Zustrom abnehmen wird? Welche Kriterien entscheiden über den Anspruch auf Unterbringung in Dresden und werden diese eingehalten? Zweitens, über welche freien Unterbringungskapazitäten verfügt die Landeshauptstadt Dresden aktuell?
zieht die Landeshauptstadt Dresden in Erwägung, erneut Turnhallen zu unterbringen, zu nutzen und wenn ja, welche? Drittens, warum endet der Aufnahmestopp für ukrainische Flüchtlinge, wenn sich die Lage nicht entspannt, sondern sich momentan offensichtlich gar noch verschärft? Welche Parameter müssen erfüllt sein, um einen neuen Aufnahmestaat für Flüchtlinge auszusprechen? Viertens, auf welche Weise erfolgt die Prüfung, ob es sich um einen Kriegsflüchtling handelt oder nicht? Findet darüber hinaus seitens der zuständigen Behörden der Landeshauptstadt Dresden eine Bedürftigkeitsprüfung bei den Ankömmlingen statt, bei der zum Beispiel der Besitz von Vermögensgegenständen wie Schmuck, Bargeld oder Autos ermittelt und angerechnet wird? Stellvertretend übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Kühn. Ich will noch mal darauf hinweisen, es ist eine Frage zu stellen. Da gibt es auch zwei Nachfragemöglichkeiten. Aber insgesamt ist das auch für eine öffentliche Fragestunde nie geeignet. Dafür gibt es die Möglichkeiten der schriftlichen Anfrage. Wenn man einen Fragenkatalog von gefühlt 20 Fragen hier vorträgt. Aber bitte schön, Herr Kühn. Zu Ihren Fragen, Frau Dr. Schöps, kann ich Ihnen Folgendes mitteilen. Ich würde auf die Fragen 1 und 3 aufgrund des Sachzusammenhangs wie folgt antworten. Bei der Frage des Zugangs von Menschen im Kontext von Flucht und Asyl nach Dresden ist erstmal zu unterscheiden zwischen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und Asylantrag stellenden Personen. Für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine besteht nach Abstimmung der Landesdirektion Sachsen in Dresden weiterhin Aufnahmestopp. Ausgenommen werden können aktuell lediglich Personen in besonderen gelagerten Einzelfällen, insbesondere im Falle einer Familienzusammenführung. Die Unterbringungspflicht der Landeshauptstadt Dresden für asylsuchende Menschen tritt nach personenkonkreter Verteilung durch die Landesdirektion Sachsen ein, vor dem Hintergrund der Zugangsentwicklung von Menschen im Kontext von Flucht und Asyl. In die landesseitigen Erstaufnahmeeinrichtungen geht die Landeshauptstadt Dresden für das vierte Quartal aktuell, wie im Interview von Frau Dr. Kaufmann, von Zuweisungen im Umfang von 1700 Personen für die Landeshauptstadt Dresden aus. Mit Blick auf die Ankunft von Personen am Dresden Hauptbahnhof ist zu beachten, dass nicht alle hier ankommenden Menschen auch auf die Stadt verteilt werden. Zu Ihrer zweiten Frage. Zum 30.09.2022 gab es für asylsuchende Personen lediglich noch 39 belegbare Plätze, welche ausschließlich in Übergangswohnheimen zur Verfügung standen. Für geflüchtete Menschen aus der Ukraine waren es noch 162 Plätze in Übergangswohnheiten und 297 Plätze in Wohnungen, die belegbar sind. Aktuell finden verschiedene Verhandlungen mit privaten Eigentümern in der Landeshauptstadt Dresden statt. Zu einzelnen vertraglichen Inhalten und Verhandlungsstellen, wie beispielsweise entstehende Kapazitätszahlen, wird aufgrund der laufenden Verhandlungen und im gegenseitigen Vertragsinteresse keine Aufkunft erteilt. Parallel dazu erfolgt unter anderem die kurzfristige Herrichtung von städtischen Immobilien und angemieteten Objekten, wie zum Beispiel Mendi-Hippler-Straße. Hier erfolgt die Herrichtung durch den Eigentümer oder bzw. Betreiber. Da städtischer Immobilienbestand insgesamt intensiv genutzt wird, sind stadteigene Objekte nur eingeschränkt verfügbar. Aus diesem Grund erfolgt die Akquise, wie ich schon sagte, im privaten Immobilienmarkt. Neben den Konditionen sind dies vor allen Dingen die Verfügbarkeit und die bauordnungsrechtlichen Einordnungen, die in dem Zusammenhang zu beachten sind. Zudem werden weiterhin Gewährleistungswohnungen auch angemietet, deren Verfügbarkeit ist aufgrund der Lage am Mietwohnungsmarkt jedoch eingeschränkt. Zu Ihrer vierten Frage. Seit der Aktivierung der EU-Massenzustromrichtlinie durch den Rat der Europäischen Union am 3. März diesen Jahres erhalten ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland durch die örtlichen Ausländerbehörden ein Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes. Für den Personenkreis der Asylantragstellen wird nach Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft der Asylberechtigung, der subsidiären Schutzberechtigung oder des Vorliegens eines Abschiebungsverbots nach dem § 60 Absatz 5 oder 7 des Aufenthaltsgesetzes durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geprüft. So arbeiten wir entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. So, wir kommen zum nächsten Fragenfraktion, das ist die CDU. Herr Dietze.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Stadtrat hat mit großer Mehrheit vor mehr als einem Jahr einen Antrag beschlossen zur Wahrung der Öffentlichkeit von Straßen, Wegen und Plätzen. Damit sollte verhindert werden, dass Straßen oder Wege, die nicht im Bestandsverzeichnis stehen, zum Ende des Jahres aus der öffentlichen Widmung fallen und im Ernstfall von Eigentümern gesperrt werden. Leider lässt sich feststellen, dass keiner der Beschlusspunkte umgesetzt wurde. Weder wurden die Vereine und Verbände wie beispielsweise der Dresdner Wanderer- und Bergsteigerverein oder der ADFC eingebunden, noch wurden den Stadtbezirksbeiräten ein entsprechendes Verzeichnis vorgelegt und auch dem Stadtrat ist nicht wie vorgesehen bis zum 1.9.22 eine Beschlussvorlage vorgelegt worden. Ich bitte Sie darum, folgende Fragen zu beantworten. Warum hat die Verwaltung diesen Stadtratsbeschluss nicht umgesetzt? Wie soll sichergestellt werden, dass alle bisher benannten Straßen und Wege auch in das Verzeichnis aufgenommen werden? Außerdem möchte ich am konkreten Beispiel des Echtdorfer Wegs wissen, ob dieser zur Widmung vorgesehen ist und falls dies nicht der Fall sein sollte, warum dies unterlassen wurde. Danke. Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Stadtrat Dietze, zu Ihrer ersten Frage, allen Stadtbezirksämtern und örtlichen Verwaltungsstellen wurden Verzeichnisse mit den auf ihren jeweiligen Gebiet gestellten Anträgen übergeben. Zu diesen Verzeichnissen wurden mit allen Stadtbezirksämtern und Verwaltungsstellen Videokonferenzen durchgeführt und die Rechtslage der einzelnen Anträge erörtert. Dort waren auch teilweise dann Stadtbezirksbeiräte zugegen. Verbände und Vereine sind in den Verfahren zur Erstanlegung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nicht antragsberechtigt. Gleichwohl wurden die von dieser Seite vorgelegten Anträge und Hinweise berücksichtigt. So wurden zum Beispiel von den 98 vom ADFC eingegangenen Anträgen 60 Anträge im Zusammenhang mit der Prüfung berechtigt gestellter Anträge gewürdigt. Also da haben andere, die antragsberechtigt waren, die gleichen Wege versucht zu beantragen. Die übrigen 38 Anträge werden im Sachgebiet Individualverkehr im Amt für Stadtplanung und Mobilität zur weiteren Verwendung bei der Fortführung des Radverkehrskonzepts übergeben. Zu Ihrer zweiten Frage. Mit den gestellten Anträgen wurden förmliche Verwaltungsverfahren eröffnet. Es folgt die Eintragung der jeweiligen Straßen, Plätze und Wege für die Öffentlichkeit im Sinne des § 53 Absatz 1 des Sächsischen Straßengesetzes, nämlich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes am 16. Februar 1993, wenn dies eben nachgewiesen ist. Wir haben den Sachstand sehr ausführlich am 31.08. im Bauausschuss vorgetragen. Wir haben auch allen Mitgliedern des Bauausschusses die Möglichkeit gegeben, zu den einzelnen Anträgen, die gestellt wurden, Nachfragen zu stellen, warum eben auch in diesem Verwaltungsverfahren beispielsweise eben negativ beschieden werden musste, also sprich nicht die Kriterien für die Aufnahme in das Bestandsverzeichnis gegeben sind. Zum Echtdorfer Weg. Der sogenannte Echtdorfer Weg ist nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet. Es handelt sich bei diesem Weg um einen Privatweg. Das wurde bereits im Zuge der Ersterfassung nach Einführung des Sächsischen Straßengesetzes festgestellt. Eine Eintragung des Weges ins Bestandsverzeichnis im Zuge der Erstanlegung ist nicht möglich. Aber eine Möglichkeit zur Öffnung des Weges außerhalb des Straßengesetzes steht in Aussicht. Derzeit werden Gespräche mit einem Grundstückseigentümer zur Bereitstellung der Wegeflächen für die Allgemeinheit geführt. Nach erfolgtem Abschluss beabsichtigt das Umweltamt, den Weg nach naturschutzfachlichen Gesichtspunkten zu ertüchtigen. Eine straßenrechtliche Wicklung ist demzufolge nicht erforderlich, da die Öffentlichkeit nach dem Naturschutzgesetz gegeben ist. Wir sind uns einig, das kann ich hier an der Stelle auch nochmal sagen, dass der Eschdorfer Weg der Öffentlichkeit weiter zugänglich sein muss, durchgehend, weil er insbesondere für die Frage der Schulwegführung in dem Gebiet eine Relevanz hat. Also können Sie sicher sein, dass wir hier alle Möglichkeiten nutzen werden, jenseits der Eintragung in das Bestandsverzeichnis am Sächsischen Straßengesetz diese Öffentlichkeit abzusichern. Freut mich für den Eschdorfer Weg. Ich hoffe, dass tatsächlich auf diesem Wege es auch zu einem öffentlichen Wege wird. Gleichzeitig bin ich aber auch erschüttert über den Umgang dennoch mit einem Stadtratsbeschluss und tatsächlich auch mit der Lesekompetenz der Verwaltung an der Stelle.
Stadtbezirksamtsleiter sind eben keine Stadtbezirksbeiräte. Das eine ist ein verlängerter Arm der Verwaltung, das andere sind demokratisch gewählte Vertreter vor Ort, die durchaus sehr gut wissen, welcher Weg tatsächlich sinnvollerweise in eine Widmung gehen sollte. Mein Eindruck, ich komme gleich zur Frage, mein Eindruck ist und bleibt, dass man an dieser Stelle es scheut, in den Dialog mit den Vertretern, mit den demokratisch gewählten Vertretern zu kommen und das Ansinnen der Verwaltung letztlich darauf hinausläuft, so viel wie möglich Wege nicht in die Widmung zu nehmen, weil das natürlich auch mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Ich bitte daher, diesen, zumindest den Beschlusspunkt der Vorlage des Stadtbezirksbeiräten noch entsprechend nachzukommen, denn tatsächlich für unseren Stadtrat wird es tatsächlich dann schon zu spät sein. Es war jetzt eine Bitte und keine Frage, ich weiß. Ich habe auch überlegt, wo die Frage ist. Ich kann aber vielleicht dazu noch mal was sagen. Wie gesagt, die Aufnahme in das sächsische, in das Bestandsverzeichnis nach dem Sächsischen Straßengesetz ist ein Verwaltungsakt. Und dieser muss rechtssicher durchgeführt werden. Es kann ja auch sein, und diese Fälle gibt es schon, das haben wir im Bauausschuss auch deutlich gemacht, dass die Eigentümer dieser Flächen auch der Aufnahme widersprechen, weil sie eben kein Interesse haben, dass dieser Weg beispielsweise eben öffentlich zugänglich ist. Insofern ist es ein Verfahren, was rechtssicher durchgeführt werden muss. Ich glaube, es gab eine sehr große Erwartungshaltung, das hat man ja auch an der Zahl der Anträge gemerkt, aber es hat sich eben in der Prüfung an vielen Stellen gezeigt, dass die Aufnahme ins Bestandsverzeichnis nicht möglich ist. Es gibt aber natürlich andere Möglichkeiten, auch das haben wir im Bauausschuss deutlich gemacht, diese Wege zu sichern, ne? Über das Thema Naturschutz, über das Waldgesetz, also Bundesnaturschutzgesetz, Waldgesetz. Und natürlich ist eine straßenrechtliche Widmung, wenn diese Fläche entsprechend oder diese Wegebeziehung eine entsprechende Verbindung hat, jenseits der Aufnahme des Bestandsverzeichnisses nach dem Sächsischen Straßengesetz möglich. Das ist möglich. Das will ich nur noch mal sagen. Also ich gebe Ihnen recht, dass ich auch finde, dass die Praxis der Einbeziehung der Stadtbezirksbeiräte unterschiedlich war. Wir sind eigentlich auch davon ausgegangen, dass wenn wir die Verwaltungsstellen und die entsprechenden Stadtbezirksämter gehen, dass eine Beteiligung gerade bei diesem Thema gegeben ist. Es haben einige gemacht, andere haben es nicht gemacht. Das ist sicherlich nicht suboptimal gelaufen, das will ich an der Stelle auch sagen. Aber es bleibt am Ende ein Verwaltungsverfahren, was rechtssicher durchgeführt werden muss. Und wir haben noch andere Möglichkeiten, die Wege zu sichern. Was auch richtig ist, alle zusätzlichen Wege, ob sie nun sozusagen befestigt sind oder unbefestigt, verursachen eine Unterhaltungspflicht, eine Verkehrssicherungspflicht und damit Kosten, die wir natürlich auch im Haushaltsberatung, über die wir dann diskutieren müssen. Aber das war natürlich bei der Aufnahme ins Erstverzeichnis nicht das entscheidende Kriterium, sondern da haben natürlich ganz andere rechtliche Rahmenbedingungen Vorrang gehabt bei der Entscheidung, ob oder ob nicht ein Weg oder ein Platz oder eine Straße aufgenommen werden konnte. So, wir setzen fort mit der nächsten Fraktion, Die Linke, Frau Baku. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die aktuellen massiven Preissteigerungen der Energiekosten kriegen etliche Haushalte in diesen Tagen und Wochen mit voller Wucht zu spüren, mit den Nebenkostenabrechnungen, die an Mieterinnen und Mietern zum Ende des Jahres hin versandt werden. Und damit einher gehen nämlich auch die neuen Abschlagszahlungen für das kommende Jahr, die Kosten für Heizung und Warmwasser natürlich schon, also die aktuellen Energiepreise natürlich darin schon abbilden. Das heißt, die Wohnkosten verteuern sich nochmal massiv. Für einige werden das mehrere hundert Euro im Monat sein. Viele Haushalte können das aus eigenen Ressourcen heraus im kommenden Jahr nicht stemmen. Daher wird zum Jahresbeginn eine neue Wohngeldreform in Kraft treten. Und die Bundesregierung stellt in Aussicht, dass durch die Veränderung der Zugangsbedingungen mindestens eine Verdopplung von Antragsberechtigten einkalkuliert ist. In Dresden beziehen aktuell 6.000 Haushalte Wohngeld. Eine Verdopplung würde hier also bedeuten, 6.000 weitere Haushalte, die Wohngeld beziehen könnten und das natürlich auch sehr dringend brauchen, denn die Zahlungen sind ja ab Januar zu leisten. Aber zusätzliche Haushalte, die Wohngeld bekommen, was gut und richtig ist, bedeutet natürlich auch zusätzliche Anträge, die gestellt werden und die auch innerhalb der Verwaltung bearbeitet werden müssen. Im Stellenplan ist aktuell, also im Entwurf des Oberbürgermeisters, ist aktuell keine einzige zusätzliche Stelle für die Abteilung Wohngeld vorgesehen.
Um diese 6.000 Anträge bearbeiten zu müssten, kalkuliert das Sozialamt, dass sie eigentlich 35 neue Stellen bräuchten. Keine einzige ist derzeit vorgesehen. Daher meine Frage, wie viele zusätzliche Personalstellen gedenkt der Oberbürgermeister im Stellenplan einzurichten, um zügig diese Wohngeldanträge bearbeiten zu können? Frau Baku, Sie sprechen ein Thema an, was nicht nur Dresden bewegt, sondern alle deutschen Städte. Also auf der einen Seite die völlig richtige Entscheidung, jetzt den Bezirkkreis auszuweiten und mehr Möglichkeiten von seitens des Bundes dann den Haushalten zuzukommen, ist erstmal zu begrüßen. Jedoch ist nicht dafür gesorgt, wie das umgesetzt werden soll, auch nicht finanziell vorgesehen. Und Sie können mir glauben, das bringt nicht nur die Dresdner Stadtverwaltung in Schwitzen, sondern ist ein großes Thema. Sowohl wenn das Präsidium des Deutschen Städtetages sich trifft, wenn wir im Landesvorstand des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und in Abstimmung mit dem Landkreistag uns darüber unterhalten. Weil wir gehen davon aus, sogar, dass man von der Verdreifachung der Anträge rechnen muss. Wir gehen davon aus, dass wir dafür, wenn wir die heutigen Besatz hernehmen, 88 Stellen circa innerhalb der Stadtverwaltung dafür benötigen. Und das ist, wie gesagt, in allen Gemeinden ganz genauso. Und jetzt können Sie sich mehrere Punkte anschauen. Wie kriegen Sie innerhalb der Kurzfristigkeit, dass erstens der Bund rechtliche Verlässlichkeit schafft und dann bis zu dem, dass der Umsetzungsstarttermin ist, wo suggeriert wird, ab dem nächsten Tag kannst du beantragen und kriegst dann auch kurzfristig deine Mittel. Wie bekommen wir dafür die entsprechenden Mitarbeiter? Da sind die Personalstellen, ich sage nur noch, das geringste Problem. Sondern wo können wir in dieser Form deutschlandweit die Anzahl an Mitarbeitern her rekrutieren? Wie schaffen wir für eine, das ist ja fast schon ein mittelständischer Betrieb zusätzlich, die weiteren Unterbringungsmöglichkeiten und technischen Anschlüsse? Das ist ein Thema, womit die Kommunen im Moment alleine gelassen werden, wo wir das deutlich auch adressiert haben. Wie können wir zu Vereinfachungsprozessen kommen, dass den Menschen wirklich schnell geholfen wird? Da laufen wir in den Spitzenverbänden intensive Diskussionen mit dem Bund. Unabhängig davon sind wir natürlich innerhalb des Hauses dran. Wie können wir Personalstellen zusätzlich dem Amt zur Verfügung stellen? Sowohl als Pool, auch wie können wir über Personaldienstleister auch Mitarbeiter sehr schnell dafür akquirieren, obwohl wir nicht den finanziellen Ersatz irgendwo dafür generiert haben. Und ja, diese Änderung und die Herausforderungen sind natürlich nach dem Haushaltsabschluss gekommen. Und so werden wir viele Änderungen immer wieder neu bekommen, die gerade im Moment verabschiedet werden und wo wir dann entsprechend miteinander nachsteuern müssen. Die Aufgabe sind wir uns sehr wohl bewusst und wir werden dafür auch kämpfen, dass wir auch so gut als möglich das als Stadtverwaltung umsetzen können. Was aber langsam nicht mehr geht, ist, das sage ich ganz deutlich, dass wir in dieser Dimension weiter Mitarbeiter versuchen können, in die Abordnung innerhalb des Hauses zu bringen. Das Haus ist mittlerweile von solchen, und das sind alles immer Bundesthematiken gewesen, immer wieder, wo ich entsprechende Bundesverordnungen umzusetzen habe, wo ich Feuerwehr innerhalb des Hauses zu spielen habe mit Mitarbeitern. Das geht nicht mehr. Wir sind am Ende. Wir sind als Ende, als Belegschaft wirklich hier noch in Größendimension den Mitarbeitern weiteres auflasten zu können. Das muss man mit aller Deutlichkeit auch hier an dieser Stelle nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob Herr Kühn noch ergänzend für den Geschäftsbereich mal Punkte nochmal vortragen möchte. Ich kann insofern nochmal ergänzen, wenn man den Gesetzesentwurf sich anschaut, der ja zum 1. Januar dann 2023 dann in Kraft treten soll, die Wohngeldreform, dann ist der Kreis der Anspruchsberechtigten nicht so, dass er sich verdoppelt, sondern dann wird er sich sogar verdreifachen. Also von derzeit 6.000 auf 18.000.
Wie der Oberbürgermeister schon gesagt hat, sind wir gerade mit dem Sozial- und dem Haupt- und Personalamt genau bei der Frage, wie können wir diese personelle Herausforderung stemmen. Und hier ist es so, dass aller Voraussicht nach der Vorschlag darauf hinauslaufen wird, eine sogenannte Sammelplanstelle im Sozialamt einzurichten, die außerhalb des Stellenplans steht. Dadurch kann das Haupt- und Personalamt bereits jetzt mit dem Besetzungsverfahren eintreten, sprich Bewerberinnen und Bewerber einstellen. Also das heißt, dass wir sozusagen jetzt sehr zügig ins Verfahren kommen, denn ab 1. Januar ist es, soweit ist es nicht mehr, und die Herausforderung auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt, diese Person zu finden, ist sehr groß. Zu Ihrer zweiten Frage. Ziel ist es, zum 1. Januar 2023 einen Online-Wohngeldantrag im städtischen Layout bereitzustellen. Ja, das ist ja interessant. Die zweite Frage hatte ich ja noch gar nicht gestellt. Sie steht aber schon auf meinem Zettel. Ja, schön, dass sie schon beantwortet ist. Tatsächlich in dem Punkt Beantwortung der ersten Frage stimme ich weitestgehend mit den Ausführungen überein. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da den Stadtrat auf dem Laufenden halten und hier im Sozialausschuss regelmäßig darüber informieren, was genau rauskommt bei dieser Ausschreibung beispielsweise und wie viele konkrete Personen im Januar möglicherweise mitbearbeiten können. Trotzdem, Herr Kühn, Sie hatten schon die zweite Frage angesprochen. Es ging ja um die Digitalisierung des Wohngeldantrags. Das haben wir ja hier im Rathaus schon mehrheitlich beschlossen. Das ist ja eigentlich schon quasi in der Bearbeitung. Sie hatten es jetzt ein bisschen vage geschildert mit Bemühungen. Da wäre meine konkrete Frage, wann ist damit zu rechnen, dass so eine digitale Antragstellung und auch Bearbeitung, die ja dann Prozesse auch beschleunigen würde, möglich sein könnte nach jetzigem Stand der Planung? Also nochmal zu Ihrer Frage 1, können wir sicherlich am Dienstag im Sozialausschuss nochmal ausführlich berichten, den ich ja dann auch leiten werde. Aus Gründen. Zu der zweiten Frage, da gab es eine Beschlusskontrolle zur Anfrage A0248-21 Sitzungsnummer Stadtrat 03522. Da ist schon alles gesagt worden, aber wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, Ziel ist es, zum 1. Januar 2023 ein Online-Wohngeldantragsverfahren im städtischen Layout bereitzustellen. Das Ziel ist ausgegeben und es wird alles dafür getan, dass es erreicht wird. Sehr gut, Dankeschön. Wir setzen fort mit der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger Dresden. Herr Lippmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, seit vielen Jahren wird über die Notwendigkeit der Sanierung des Blauen Wunder gesprochen. Stadtrat hat dazu bereits in den Jahren 1996, 98, 2005, 2010, 2016 umfangreiche Beschlüsse gefasst. Dem Beschluss im Jahre 2016 lag eine Kostenschätzung zwischen 34 Millionen und 45 Millionen Euro zugrunde. 2019 wurde dann durch den sechsten Beschluss des Stadtrates zum Blauen Wunder festgestellt, dass der Vorschlag des Oberbürgermeisters über die Finanzierung des Ausschreibungsinhaltes zur Erneuerung des Korrosionsschutzes und Instandsetzung von Stahlbauteilen der Loschwitz-Blasewitzer Brücke im folgenden Blauen Wunder sowohl hinsichtlich der genannten Gesamtkosten als auch hinsichtlich der Fördermittelerwartung veraltet bzw. unrealistisch ist. In der aktuellen Beschlusskontrolle vom Juli diesen Jahres wurde dem Stadtrat mitgeteilt, mit Bezug auf das Blaue Wunder, Zitat, die Finanzierung aller Baumaßnahmen aus Eigenmitteln ist aufgrund weiterer prioritärer Maßnahmen an städtischen Verkehrsanlagen nicht leistbar. Unsere Fragen dazu, erstens, wie viel kostet nach dem aktuellen Kenntnisstand von heute die Komplettsanierung des Blauen Wunders? Zweitens, ist die Finanzierung der kompletten Sanierung des Blauen Wunders im Entwurf des Oberbürgermeisters für den kommunalen Haushalt vollständig gesichert? Und die dritte Frage, welche konkreten weiteren prioritären Maßnahmen an städtischen Anlagen sind gemeint, die laut Beschlusskontrolle eine Finanzierung des Eigenanteils der Stadt verhindert? Die Beantwortung übernimmt Herr Kühn. Ja, sehr geehrter Lippmann, zu Ihren Fragen. Also ursprünglich war es so, dass es 2015 eine Kostenschätzung gab
von 34 bis 45 Millionen Euro, aber das war eben eine grobe Kostenschätzung. Danach wurde für den wesentlichen Teil, nämlich Korrosionsschutz und Erneuerung von Stahlbauteilen, eine vertiefte Kostenberechnung vorgenommen in Höhe von 27 Millionen. Leider konnte die Maßnahme ja zeitlich, Sie haben es beschrieben, nicht so umgesetzt werden, wie das ursprünglich geplant war, insbesondere auch, weil der bereits 2019 gestellte Fördermittelantrag erst im September, nämlich jetzt erst letzte Woche, bestätigt wurde. Wir erhalten ja jetzt 13 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen mit einer entsprechenden Förderquote von 50%, also wir müssen den gleichen Betrag nochmal on top draufsetzen. Seit 2019, seit der Fördermittelbeantragung, hat es entsprechende Kostenerhöhung durch Inflationsausgleich gegeben. Im Moment muss man einfach sagen, kann man keine seriöse Kostenschätzung vorlegen, die nicht in einer Woche schon wieder überholt ist. Wir haben beim Baupreisindex für Brücken in Sachsen in den ersten drei Quartalen dieses Jahres eine Steigerung um 25% erlebt. Es gibt viele Faktoren, die derzeit darauf reinspielen, die sehr fluktuierend sind, wo ich sage, eine verlässliche Kostenprognose jetzt vorzulegen, das wäre wirklich reine Spekulation. Was wir aber gemacht haben, ist nochmal für die Teilbaumaßnahme Erneuerung, Korrosions- und Stahlbauteile. Hier gehen wir nach der derzeitigen Kostenprognose von etwa 33,8 Millionen aus. Und diese sind im Zeitraum bis 2027 in drei Teilleistungen im Haushalt der Landeshauptstadt berücksichtigt. Immer mit dem Blick, dass wir jetzt eben schon 13 Millionen dafür an Fördermitteln bekommen. Man muss an der Stelle nochmal sagen, bisher war es so, der Antrag war ja ein Antrag nach KSTB, nach der kommunalen Straßenbauförderung. Künftig geht die kommunale Straßenbauförderung ins FAG auf, das ist zumindest so vorgesehen. Entsprechend werden die Mittel dann pauschal an die Kommunen verausgabt, also an die Kommunen, an die kreisfreien Städte und Landkreise, muss man richtigerweise sagen. Und das läuft nach Straßenlänge. Nun haben wir nicht die Netzlänge wie ein Landkreis. Entsprechend machen wir dort nur einen zweiten Sieger. Das heißt, aus dem Topf künftig FAG kommen 5,3 Millionen pro Jahr für den Straßenbau in der Landeshauptstadt Dresden. Und da sieht man ja schon, dass das schon selbst bei diesem Vorhaben hinten und vorne nicht reicht. Deshalb war es eine wichtige Information im Zusammenhang mit der Fördermittelausreichung, dass der Freistaat gesagt hat, dies ist ein Projekt mit landesbedeutsamer, also mit landesbedeutsamer Wirkung und entsprechend haben wir diesen Fördermittelbescheid bekommen. Das hat zum einen damit zu tun, dass es ja nun ein einzigartiges Denkmal, Baudenkmal ist, was über die Stadtgrenzen hinausstrahlt, und zum anderen ist es ja eine wichtige ÖPNV-Verbindungsachse, drei kommunale Buslinien und eine Überlandbuslinie fährt drüber. Insofern müssen wir auch weiter darauf drängen, dass der Freistaat Sachsen, und das läuft dann eben außerhalb dieses FAG, dieser FAG-Pauschale, sagt, für landesbedeutsame Projekte, dass auch die Brücke das in Zukunft ist, weil wir werden es aus eigenen Kräften nicht allein stemmen. Und das ist die Überleitung zum Fragepunkt 3. Ich kann jetzt sehr lange viele Projekte vorlesen, ich will bloß ein paar nennen, wo deutlich wird, welche Finanzierungs Last wir haben und wichtige Projekte, die anstehen, ob das die Wehlner Alt-Tolkewitzer Österreicher Straße ist, eine Hochwasserschadensbeseitigung aus 2013, ob das die Carola-Brücke ist mit Brückenzug B und C, ob das die Bautzner Straße ist mit der Priesnitzbrücke, wo wir jetzt einen Planfeststellungsbeschluss haben, die Spattbahn 2020 mit Nossner Brücke und Zelchner Weg, wo die Vorleistungen jetzt laufen, Umsetzung Radverkehrskonzept Hamburger Straße, Haltepunkt Kotter mit Deutschen Bahnen, läuft auch gerade das Planfeststellungsverfahren. Königsbrücker Straße Süd war heute schon mal Thema. Erschließung, Verwaltungszentrum, Tunnelausrüstung Wiener Platz ist auch jetzt dran. Stauffenbergallee, Gehwegprogramm und. Also ich könnte, die Liste ist unendlich lang, die deutlich macht, dass wenn wir die ganzen Mittel aus dem FAG in ein Projekt stecken würden, nämlich in dem Fall jetzt das Blaue Wunder, dass wir bei diesen genannten Projekten dann nicht weiterkämen. Insofern sind wir darauf angewiesen, bei der Sanierung des Blauen Wunders auch über diese 13 Millionen hinaus und in Zukunft für die Themen, die sich dann auch noch nach Korrosionsschutz und Stahlbau anschließen, eine finanzielle Unterstützung von Land oder vielleicht auch von Bund zu bekommen. So, dann kommen wir zur nächsten Fraktion, das ist die SPD, Herr Treves.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auch meine Fragen drehen sich rings um das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung und die Pläne mit dem Wohngeld, da Frau Barkow Fragen in eine ähnliche Richtung gestellt hat und schon relativ viel beantwortet ist, würde ich jetzt mal darauf konzentrieren, was jetzt in der Beantwortung noch nicht mit drin war. Und deswegen wollte ich zum einen noch mal fragen, wie lang aktuell die Bearbeitungsdauer bei Wohngeldanträgen in der Landeshauptstadt Dresden ist. Und ich wollte noch mal fragen, diese Wohngeld oder ja, der Anstieg der Berechtigten fürs Wohngeld hat ja auch eine Implikation auf den Dresdenpass und das Sozialticket, weil ja Wohngeldberechtigte auch Dresdenpassberechtigte und damit Sozialticketberechtigte sind. Mit welchen finanziellen Auswirkungen Sie in diesem Bereich Dresdenpass und Sozialticket rechnen und wie sich diese Mehrbedarfe, die hier gegebenenfalls daraus entstehen, mit dem Haushaltsansatz im Verhältnis stehen und was da prognostisch an zusätzlichen Mitteln gebraucht wird, die jetzt im Verwaltungsentwurf noch nicht drinstecken. Auch hier übernimmt die Beantwortung Kollege Kühn. Also die durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Wohngeldantrags liegt derzeit bei 3 Monaten. Und hinsichtlich der zweiten Frage ist es so, dass derzeit 7% der Dresdenpassinhabenden die Grundleistung Wohngeld erhalten. Die jährlichen Ausgaben für diesen Personenkreis liegen bei knapp 151.000 Euro. Bei einer Verdreifachung, analog eben Anstieg Wohngeld, bestünden zusätzliche Mehrkosten in Höhe von entsprechend 300.000 Euro. Der Anstieg dieser Kosten ist eine, das hat der Oberbürgermeister schon ausgeführt, im aktuellen Haushaltsentwurf bisher nicht aufgenommen, weil die Haushaltsaufstellung eher stattgefunden hat als sozusagen die Gesetzesinitiative zum Wohngeld. Ne? Also 300.000 ist der Mehrbedarf, der bisher nicht berücksichtigt ist. Inklusive der Kosten für Sozialticket, wo ja die Stadt zur Hälfte dran beteiligt ist und die andere Hälfte bei der DVB liegt, oder nur für die Dresdenpassleistung? Die Frage bezog sich auf diejenigen, die 7% der Dresdenpassen haben, die Grundleistung Wohngeld erhalten. Und für diesen bisher 151.000 Euro im Haushalt drinne und mit der Gesetzesänderung würde dann ja der Anspruchspreis, wie schon geschildert, sich verdreifachen. Entsprechend bräuchte man 300.000 mehr, die nie berücksichtigt sind. Genau, die Frage war ein bisschen eine andere, weil nicht jeder Dresdenpassinhaber ist ja auch gleichzeitig Sozialticket-Nutzer oder Nutzerin. Deswegen sind ja da die Zahlen im Zweifelsfall ein bisschen andere. Aber ich würde mich auch damit begnügen, wenn Sie die Infos zum Sozialticket dann in der schriftlichen Beantwortung einfach nochmal nachreichen würden. Danke. Mach mal. Wir kommen zur FDP-Fraktion. Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Fragen beziehen sich auf die Sanierung am Altmarkt, die ja der Stadtrat vor gut 2 Jahren beschlossen hatte. Man sieht ja den Bauvorschritt, man sieht zumindest das Bemühen des Straßentiefbeamtes, Ausgleichsflächen für die Gastronomen zu schaffen. Und die Händler werden jetzt langsam so ein bisschen nervös und die Frage geht, wird die Sanierung rechtzeitig abgeschlossen sein? Inwieweit wird man auf das Mediennetz zugreifen können und ist der sanierte Teil des Altmarktes dann schon komplett barrierefrei und wann wird denn voraussichtlich mit dem Aufbau des Striezenmarktes begonnen werden können? Also ich kann viele Fragen beantworten, wann genau jetzt der Striezenmarktaufbau beginnt, weiß ich jetzt nicht, aber die Voraussetzungen dazu werden wir schaffen. Während des diesjährigen Striezenmarkts wird der Altmarkt weitestgehend barrierefrei nutzbar sein. Das erfolgt durch den Einbau einer Asphaltbefestigung, die jetzt einfach notwendig ist, weil man ja in 2 Schritten die Sanierung durchführt. Das neue Mediennetz des Altmarkts kann noch nicht genutzt werden, das ist ja erst in Gänze 2023, also wenn der zweite Bauabschnitt realisiert wird, dann funktionstüchtig ist. Teile der neuen Wasserversorgung gehen jedoch auf der Südseite in Betrieb, die können also dann während des Striezenmarkts schon an der Stelle genutzt werden. Und der Altmarkt ist dann eben nach dem Striezenmarkt komplett bis Oktober 23 das Baufeld. Und insofern können also auch keine weiteren Ersatzflächen für die Gastronomie ermöglicht werden, weil schlicht und ergreifend der Platz nicht da ist. Aber wie gesagt, die Voraussetzungen, dass der Striezenmarkt stattfinden kann, die werden geschaffen. Gestatten Sie dann noch eine Nachfrage. Sie sagten gerade, der gesamte Altmarkt ist im 2. Abschnitt Baustelle. Wie kann das sein? Weil jetzt aktuell ist die Hälfte des Altmarktes Baustelle, die andere Hälfte ist Lagerfläche. Man hat jetzt gesehen, also während des Bauvorhabens, dass Sie Lager oder, sage ich mal,
Kommissionierfläche, wie man immer sie auch bezeichnet, ja nicht mal hundertprozentig genutzt wurde. Kann man da nicht noch mit einem scharfen Auge hingucken, ob da nicht doch noch ein bisschen was möglich wäre, gerade im südlichen Bereich dann? Das lässt sich sicherlich nochmal überprüfen. Wenn Sie vor Ort waren, haben Sie festgestellt, dass die Pflasterarbeiten, also die Straßentiefbau baut ja nicht selber, sondern die beauftragte Firma, nicht in dem Tempo und in der Personalstärke ausgeführt wurden, wie das eigentlich vertraglich gesichert ist. Da gibt es noch einiges zu klären, was darum, das dann in der Konsequenz bedeutet, dass im nächsten Jahr deutlich mehr noch passieren muss, als jetzt eigentlich ursprünglich vorgesehen war. Man wollte ja dann wirklich mit dem ersten Teil der Pflasterung schon fertig sein. Insofern gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass eben tatsächlich die vollständige Platzfläche nächstes Jahr Baufeld wieder sein wird. Das können wir aber sicherlich nochmal mit dem Straßentiefbauamt besprechen. Aber Fakt ist, sowohl vom Tempo als auch vom, sagen wir, der Frage, wie viele Personen sich an den Pflasterarbeiten beteiligen von der Beteiligten, von der beauftragten Firma, ist das nicht in dem Tempo erfolgt und Umfang, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Verzug führt jetzt nicht dazu, dass der Schriezelmarkt gefährdet ist, das habe ich, denke ich, deutlich ausgeführt. Mhm. Aber das heißt, dass umso mehr 2023 sozusagen Bautätigkeiten erforderlich sind. Und dann müssen wir ja auch wieder im Oktober, in dem Fall dann 2023, fertig sein. Hatten Sie da noch eine kleine Nachfrage? Sind Sie dann sicher, dass das Gesamtbauziel rechtzeitig fertig ist? Wenn wir sagen, wir haben jetzt im ersten Jahr Verzug, ich weiß ja nicht, ob man das im zweiten Jahr aufholt. Also die Probleme werden ja dann, denke ich mal, personeller Art die gleichen sein. Diese Frage habe ich dem Straßentiefbauamt auch schon gestellt, wie Sie das einschätzen. Und die Einschätzung ist, dass das zu leisten ist und dass auch die Gespräche mit der Baufirma so intensiv geführt werden, dass die ihrer vertraglichen Verpflichtungen nachkommen. Dann hoffen wir mal das Beste. Ja. So, ansonsten in Ergänzung, am 29. Oktober beginnt der Aufbau mit der Tanne und danach die weiteren Aufbauarbeiten. Der Stritzelmarkt ist die eben am 22. November abgeschlossen sein müssen, denn am 23. ist Eröffnung. Aber das ist der übliche dann auch Zeitplan. Nee, ist eine Küstentanne, um es ganz genau zu sagen. Und die kommt dieses Jahr aus dem Striegestal, wenn Sie es ganz genau wissen wollen. Das wird zumindest behauptet. So, aber wir machen weiter, bevor wir hier in die Dialoge dazu eintreten, welche Tanne da kommt, kommen wir jetzt zu den Dissidenten. Und da ist nie der Herr Lichti dran, sondern der Herr Schmählich. Sehr geehrter Bürgermeister, es geht in meiner Frage um das zentrale innenpolitische Thema dieses Herbstes und auch um die Vorbildfunktion der Landeshauptstadt Dresden. Die Energiekrise hat auch die Landeshauptstadt sehr frühzeitig dazu gebracht, Überlegungen anzustellen, auf welchem Gebiet man Energie, sowohl Wärme als auch Strom, einsparen kann. Dazu hat es eine Taskforce gegeben, die hat ihre Arbeit getan, hat Vorschläge vorgelegt. Meine Frage ist die, wie viel der von der Taskforce vorgelegten Ideen der Energieeinsparung wurden bislang umgesetzt? Wie ist die Einschätzung der Verwaltung, was die Zielstellungen, die in diesen Energieeinsparungen der Taskforce vorgelegt wurden, erreichbar sind? Und welches Potenzial sehen Sie noch für die nächsten Monate, genau diese Vorstellungen umzusetzen, um dann, und das ist mein letzter Punkt, den ich gerne wissen wollte, dann zu welchen ganz konkreten Energieeinsparungen, ich würde es in Prozent formulieren wollen, zu kommen. Auch hier antwortet Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Schmählich, die Taskforce arbeitet noch, die ist also, hat ihre Arbeit jetzt nicht abgeschlossen. Die tagt übrigens morgen. Sie wissen, dass es ja einen Stufenplan gab mit 4 Stufen. Ja. Und hier ging es insbesondere in der ersten Stufe mit den Sofortmaßnahmen um, sagen wir mal, eine kurzfristige Realisierung, Nutzersensibilisierung, Ausschalten von dekorativen Beleuchtungen, Senkung der Innenraumtemperatur waren so wesentliche Maßnahmen. Wir
sind also mittendrin in der Umsetzung. Es gibt dann auch für die jeweiligen Organisationseinheiten und Gebäude dann auch jeweils Energieverantwortliche, die dann für das operative Geschäft verantwortlich sind. Der Gesamtverbrauch der Landeshauptstadt Dresden beträgt etwa 231 Gigawattstunden jährlich. Wenn wir die ersten beiden Stufen umsetzen, gehen wir davon aus, dass da 15% gespart werden können. Das würde ungefähr einem Einsparpotenzial von bis zu 23 Gigawatt bedeuten. Derzeit ist es so, dass wie viel eingespart wurde, der Maßnahmen, die sozusagen jetzt zum Ende August dann mit der Stufe 1 und 2 festgelegt wurden, bisher noch nicht quantifiziert werden kann, weil schlicht und ergreifend noch keine Messwerte vorliegen. Hierzu wäre das Ablesen, Festhalten, Übermitteln und Auswerten von Zählerständen im Monats- und Wochenintervall nötig. Zählerwerte liegen allein für Schulen im Monatsrhythmus vor. Für die weiteren städtischen Gebäude wurde die monatliche Zählerablesung erst mit Beschluss des Stufenplans vorgegeben, sodass eben erst leider in ein paar Monaten diese auswertbaren Daten vorliegen. Um es mal auf den Punkt zu bringen, es ist halt noch nicht alles smart. Wir gehen davon aus, dass derzeit etwa 50-75% der Maßnahmen der Stufe 1 und 2 in den Organisationseinheiten der Landeshauptstadt umgesetzt wurden. Das ist von Ämtern und Eigenbetrieben, was den Rückmeldestand angeht, noch durchaus sehr unterschiedlich. Objektkonkret wurden eben die Einstellung von Heizungsanlagen vorgenommen und die dezentrale Wasserversorgung auf reine Kaltwasserversorgung umgestellt. Ich will mal ein Beispiel nennen, um nie nur ohne Zahlen vorzutragen. Wir haben aus meinem Geschäftsbereich die Straßenbeleuchtung. Hier wird gedimmt und auch zeitlich eher gedimmt als früher war es 22 Uhr, künftig 21 Uhr. Und wenn man diese Dimmung und das Abschalten von Gebäude- und Brückenanstrahlung zusammenrechnet mit dem Dimmen, kommen wir auf 500 Megawattstunden pro Jahr, die eingespart werden können. Habe ich Sie richtig verstanden, also dass praktisch quantifizierbare Ergebnisse in Ende des Jahres vorliegen können? Ich habe es einfach mal übersetzt in ein paar Monaten. Aber meine Rückfrage bezieht sich eher auf die städtischen Unternehmen. Inwieweit wurden diese, ich sag mal, Strategien, Energieeinsparstrategien auch, ich sage, die können ja nicht einfach übertragen werden auf die städtischen Unternehmen, die machen das ja in eigener Hoheit, aber praktisch angeregt, die in gleicher Weise sozusagen dort durchzuführen. Also das war ja Ziel der Taskforce sozusagen, nicht nur für die städtischen Ämter und Eigenbetriebe, sondern eben auch für die städtischen Unternehmen sozusagen, was Stufe 1 und 2 angeht, einen Gleichklang herzustellen. Insofern gab es auch eine Unterarbeitsgruppe innerhalb dieser Taskforce, die gibt es noch, die genau auf die städtischen Betriebe und Unternehmen fokussiert, sodass eben das, was wir jetzt innerhalb der Kernverwaltung, wenn man so will, machen, dann auch in den Unternehmen gemacht wird. Aber auch hier kann ich Ihnen noch keine sozusagen Quantifizierung an der Stelle nennen. Das erfordert eben an vielen Stellen ja eine moderne Gebäudeleittechnik, wo ich dann diese Echtzeitauskünfte kriegen kann, die ich in vielen Objekten schlicht und ergreifend noch nicht habe. Ja, vielen Dank für die Antworten. Damit wäre die erste Fragerunde abgeschlossen. Wir steigen ein in die zweite Fragerunde. Es beginnt wieder Bündnis 90 Die Grünen. Herr Dr. Deppe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in Ihrem Wahlprogramm zur Oberbürgermeisterwahl vor etwa 4 Monaten haben Sie in 10 Punkten sehr prononcierte Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung und zur Energiewende in Dresden versprochen. Also da zum Beispiel Nutzung bisher ungenutzter Energiequellen in Abwasser oder Abwärme, Photovoltaik auf städtischen Dächern, energetische Sanierung städtischer Gebäude. Und vor diesem Hintergrund möchte ich Sie fragen, welche konkreten Schritte und Maßnahmen haben Sie bisher zur Umsetzung des von Ihnen angekündigten Programms und mit welchen konkreten Ergebnissen veranlasst? Welche Maßnahmen wollen Sie vorrangig umsetzen?
Und wie werden Sie für die notwendigen Investitionen im städtischen Haushalt sorgen? Also ich beginne mal, obwohl mir jetzt die Frage gar nicht vorliegt, weil Kühn ergänzt das dann gleich. Also, viele der Punkte sind sowohl in der Sachsenenergie in der Umsetzung aktiv unterwegs, darüber hinaus auch in der Stadtverwaltung. Es ist ein Schwerpunktthema auf der Führungskräfteklausur, die wir kommende Woche haben, um die einzelnen Projekte und Maßnahmen in den weiteren Projektfortschritten auf der einen Seite vorzustellen, zum zweiten auch die nächsten Schritte dafür entsprechend zu definieren. In dem Haushaltsplan selber ist eine Vorsorge getroffen worden für den Doppelhaushalt 13 Millionen Euro eben für Energiespar- und Energiesicherungsmaßnahmen entsprechend fiskalisch vorgesehen, um dadurch auch Maßnahmen umzusetzen, die jetzt in dem direkten Wirtschaftlichkeitsbericht vielleicht nicht von alleine funktionieren, sondern angeschoben werden muss, über dem, dass wir uns sehr, sehr engagiert in allen Bereichen, sowohl in den Unternehmen wie in der Kernverwaltung selbst, um natürlich Fördermittel des Freistaates wie des Bundes und der EU bemühen, um unser Mittel innerhalb der Stadt weiter zu veredeln und dadurch noch eine schnellere Vortrag der Umsetzung zu bekommen. Und das gilt für alle 10 Punkte, die da entsprechend aufgeführt sind. Aber nochmal ein Detail, Herr Kollege Hühn. Genau, also es gibt im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters für diese Klimaschutzinvestitionen, ich habe mir aufgeschrieben 12, aber jedenfalls in der Größenordnung eingeordnete Gelder in der Haushaltsplanung. Es gibt zwei große Projekte, die wir auch schon in der Klimaschutzklausur im Juli verabredet haben und die jetzt in die Umsetzung gehen. Und die Umsetzungsschritte werden eben auch in der nächsten Woche in der Führungskräfteklausur in Radebeul besprochen. Das eine ist die PV-Offensive. Das heißt, wir wollen auf Grundlage eines vom IÖR erstellten Potenzialanalyse die städtischen Dächer mit PV-Anlagen belegen. Zum einen kleinere Anlagen dort, wo eben auch die Eigenstromversorgung dadurch gewährleistet werden kann und größere Dächer, Dachflächen dann insbesondere eben in Pacht- und Mietmodellen nicht nur auf Gebäuden, sondern wir nehmen natürlich auch zum Beispiel Haldenflächen in Fokus, Parkierungsanlagen, also wenn wir einen neuen P&R-Platz bauen, dass man dann eine Photovoltaikanlage aufständert etc. pp. Hierfür wird es so sein, dass wir eine Stabsstelle einrichten mit einem Team, die genau sozusagen dafür sorgt, dass wir da ein ganz anderes Umsatztempo hinbekommen, also sprich deutlich mehr Dachflächen belegen oder zur Verfügung stellen. Und für die Eigenanlagen sozusagen, für die Eigenstromversorgung ist tatsächlich aus diesem 12-Millionen-Topf die Gelder eingestellt, um diese Anlagen also tatsächlich, wenn wir selber, woanders würde man ja die Dachflächen nur zur Verfügung stellen, hier würden wir selber investieren, sind diese Mittel erstmal eingestellt. Und das zweite große Thema ist das Projekt klimaneutraler Gebäudebestand. Hier geht es letztendlich darum, eine Ökobilanzierung zu machen, also eine Ausgangsbilanzierung zu machen. Wir haben etwa 650 Gebäude. Wir haben an vielen Stellen viel zu wenig Informationen über die Gebäude. Und es geht letztendlich darum, bei dieser Bilanzierung zu gucken, was sind die Objekte, die das höchste Einsparpotenzial haben, wenn sie energetisch saniert werden. Damit nicht nur Betriebskosten, sondern eben auch CO2 einsparen hin zur Klimaneutralität. Und hier wollen wir wirklich für diese 56 Gebäude genau das analysieren, dass wir also auf Basis eines wirklich vorhandenen Datenbestandes dann sagen können, das wäre eben die Sanierungsreihenfolge oder Sanierungsstrategie, die man fahren muss, um eben dem Ziel Einsparung von CO2 in Betriebskosten entgegenzutreten. Und dann eben wirklich hin zu einer nachhaltigen Gebäudebewirtschaftung zu kommen und die Gebäude eben mit der entsprechenden energetischen Sanierung und Gebäudeleittechnik auszustatten.
auch für dieses Projekt, also das Ökobilanzierung beziehungsweise eben Projekt klimaneutraler Gebäudebestand, sind Mittel im Haushalt eingestellt für 23 und 24. Und ein Projekt, wo wir jetzt auch schon gesagt haben, das ist eben hochprioritär, sind zum Beispiel die technischen Sammlungen. Das ist einer sozusagen aus energetischer Sicht der Ausreißer nach oben, wo man sagen kann, das ist ein low-hanging fruit. Wenn das energetisch saniert wird, dann haben wir eine sehr große Hebelwirkung, was die Einsparungen angeht. Deshalb ist es eben auch eins der beiden Projekte, die wir bei dem Bundesförderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur reingeben, weil wir dort eben in Verbindung mit den Mitteln, die wir da im Haushalt schon eingestellt haben für die Sanierung der Hofkellerdecke, eine sehr, sehr hohe Hebelwirkung erzielen können. Und dieses Förderprogramm hat nun gerade auch die energetische Sanierung zum Schwerpunkt dieses Jahr. Und insofern ist das eben so ein Ergebnis schon der Arbeit aus der Klausur hier mit diesem Projekt dann auch eine Sanierung zu forcieren. Okay, vielen Dank für die Antwort. Sehr erfreulich, das zu hören, und ich hoffe, dass es da jetzt wirklich auch rasch vorangehen wird. Ich habe noch eine kleine Nachfrage. Wann und in welcher Weise wird der Ausschuss für Umwelt- und Kommunalwirtschaft, also sprich damit auch der Stadtrat, eingebunden? Wir sind, hatte ich ja gesagt, zunächst in der Führungsklausur, und wenn wir darüber dann in der weiteren Abfolge eine saubere Projektstruktur und eine Abwicklung der Einzelprojekte Ihnen vorlegen können, denke ich, im November können wir darüber informieren. Okay, danke. Ich bitte dann über eine schriftliche Fassung der Antwort. Ne? Danke. So, wir setzen fort mit der nächsten Fraktion. Das ist die AfD, Herr Lazinski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, um eine erhöhte Verletzungsgefahr zu vermeiden, mussten im August diesen Jahres zwei Kunstrasensportplätze gesperrt werden, weil das Kunststoffgranulat infolge von Überalterung und anhaltender Hitze zu schmelzen begann, verklumpte und sich so an den Schuhsohlen der Sportler festsetzte. Betroffen waren die Sportplätze des Postsportvereins auf der Heppelstraße sowie der Kunstrasen von Blau-Weiß-Schachwitz auf der Pirner Landstraße. Auf Grundlage eines von der Stadt in Auftrag gegebenen Gutachtens konnte festgestellt werden, dass der Kunstrasen auf der Heppelstraße durch das Absaugen des schadhaften Granulates und das Einarbeiten von neuem Granulat zumindest für die kommenden zwei Jahre wieder nutzbar gemacht werden kann. Beim Kunstrasensportplatz von Blau-Weiß-Schachwitz kam das Gutachten hingegen zu dem Ergebnis, dass hier ein Kompletttausch der Oberfläche erforderlich ist und der Kunstrasen bis zu dieser Sanierung gesperrt werden muss. Der Verein Blau-Weiß-Schachwitz besteht aus rund 350 Mitgliedern, größtenteils Kinder und Jugendliche. Aktuell verteilen sich die Mannschaften auf den Sportplätzen über die ganze Stadt und auch in den Nachbarlandkreisen. Für ehrenamtlich tätige Trainer und Eltern ist die aktuelle Situation mit erheblichem logistischen und zeitlichen Aufwand verbunden, der auf Dauer kaum zu leisten ist. Um schnellstmöglich wieder die Nutzbarkeit des Sportplatzes zu gewährleisten, hat der Stadtbezirksbeirat Leuben seine Bereitschaft erklärt, die Planung und Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen für die Sanierung mit rund 15.000 Euro zu finanzieren. Die geschätzten Kosten der Sanierung selbst belaufen sich laut dem Gutachten auf rund 300.000 Euro. In diesem Zusammenhang habe ich folgende Frage. Welche Mittel stehen dem Eigenbetrieb Sportstätten aktuell im aktuellen Haushaltsjahr noch für die Sanierung von Großspielfeldern zur Verfügung? Und angesichts des Umstandes, dass im aktuellen Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 derzeit keine Gelder für die Sanierung von Großspielfeldern eingeplant sind und ungewiss ist, wann die neue Haushaltssatzung überhaupt beschlossen wird, welche Möglichkeit sieht die Landeshauptstadt Dresden für die Sportplatzsanierung notwendigen Mittel noch im laufenden Haushalt bereitzustellen, um eine zeitnahe Ausschreibung der Bauleistung und damit die Nutzbarkeit des Sportplatzes ab 2023 wieder zu gewährleisten? Sehr geehrter Herr Lazinski, kann da leider nie viel gute Nachrichten verbringen, weil eben im laufenden Haushalt 2022 alle investiven Mittel im Eigenbetrieb Sport durch konkrete Baumaßnahmen verplant sind, somit keine jetzt Mittel sind, die ich jetzt umschichten kann in die Sanierung des Sportplatzes. Sie haben schon richtigerweise gesagt, es ist vorgesehen, muss man mal dazu richtigerweise dazu sagen, dass der Stadtbezirksbeirat wenigstens 15.000 Euro für die Planungsleistungen zur Verfügung stellt und dass eben leider auch in 2023 dafür jetzt keine Mittel im Haushalt stehen.
im Haushaltsplanentwurf für 2024. Es sind aber für diverse Baumaßnahmen, unter anderem für die Sanierung von Großspielfeldern, insgesamt 1,272 Millionen Euro eingeplant. Und gegebenenfalls müssen wir gucken, inwieweit wir darüber dann Verschiebungen vornehmen, die da auch kurzfristig eine Sanierung ermöglicht. Aber im Moment kann ich noch keinen weißen Rauch aufsteigen lassen. Dazu auch dann noch eine Nachfrage, auch gerade im Hinblick auf den Haushaltsentwurf. Inwiefern trägt er denn den Umstand Rechnung, dass er jetzt schon absehbar ist, dass auch der Sportplatz des Postsportvereins ja auch dann in 2 Jahren noch saniert werden müsste und es ja eigentlich ohnehin noch ein Sanierungs- und Entwicklungskonzept gibt, was ja eigentlich auch gewissermaßen vorangetrieben werden soll. Inwiefern reichen die Mittel dann überhaupt dafür aus? Ja, das werden wir ja in der Haushaltsplanung miteinander diskutieren und müssen wie überall Prioritäten setzen. Und wir wissen, das Handtuch ist für alles zu kurz. Und insoweit gilt es eben dann abzuwägen. Und das ist dann die originäre Aufgabe des Rates in seiner Gänze, dafür Mittel einzusetzen und zu priorisieren. Man kann, das will ich damit signalisieren, weil mit den 24er-Zahlen, wir könnten schon auch darüber diskutieren, wie weit kann man Verschiebungen in den Jahresscheiben im Doppelhaushalt vornehmen. Das wäre theoretisch denkbar, aber das müssen wir eben im Rahmen der Haushaltsplanung machen. Vielen Dank. Ich bitte noch aber mehr wird es deswegen trotzdem nehmen. Ich bitte noch um schriftliche Beantwortung. Wir kommen zur nächsten Fragenfraktion. Das ist die CDU, Herr Karten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte Sie fragen, wie weit der Vorbereitungsstand ist für die Durchführung des Dresdner Spitzelmarktes 2022. Herr Maloney hat ja schon ein Stück weit gefragt zum Unterbau. Das ist, denke ich, hinreichend beantwortet. Mich interessiert der Vorbereitungsstand für das, was dann auf dem Platz stattfinden soll. Also zum Thema Aufbau hatte ich ja schon was gesagt, zum Thema für Herrn Licht die Fichte habe ich was gesagt. Was ansonsten den Status quo angeht, wir haben ja den Striezelmarkt und die Händlergruppen ausgeschrieben. Insgesamt 233 Plätze, darauf gab es 224 Händler, die sich beworben haben, drei, die Frist versäumt haben und dann noch welche, die sich zurückziehen mussten aufgrund von Personalmangels oder nicht verfügbarer Ware, sodass letztendlich 213 Anbieter auf den Markt kommen werden. Die sind, haben die Zuweisung, sind in der Vorbereitung und wir beginnen, wie ich es gesagt habe, pünktlich mit dem Aufbau, sodass wir am 22. November das abschließen und am 23. 16 Uhr den Markt eröffnen können. Vielen Dank. Eine Nachfrage. Ihre Einschätzung, sind wir bei den Vorbereitungsarbeiten im Plan? Können wir davon ausgehen, dass es, sage ich mal, alles nach Plan läuft und wir in der Tat davon ausgehen können, dass wir auch einen qualitativ ansprechenden Markt, so wie in der Vergangenheit, auch dieses Jahr haben werden? Also ja, das ist unser ganz erklärtes Ziel, dass wir den Markt wieder nach 2 Jahren Pause durchführen. Ich glaube, freuen wir uns auch alle darauf. Und da wird die Verwaltung alles daran setzen, dass es pünktlich möglich ist. Wie gesagt, mit allen Restriktionen, die da so von der Ferne hinein Einfluss nehmen. Aber wir gucken auch, dass wir das Umfeld schön gestalten. Und immer vorausgesetzt, wir haben den Eingangspunkt, aber das sollte gelingen, auch so die Abstimmung bisher. Vielen Dank. Wir setzen fort mit Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, kurz zur Einführung. Immer mehr Menschen leben in Dresden, so auch wie überall in Deutschland, allein. Infolge von Corona und der notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nahmen Einsamkeit, Verunsicherungen und Ängste bei vielen, insbesondere älteren Menschen zu. Da die Grenzen zwischen Einsamkeit, Antriebslosigkeit und psychischen Erkrankungen fließend sind, nehmen Depressionen, Angststörungen sowie Medikamentenmissbrauch nachweislich zu.
Damit steigen aktuell sowohl der Beratungs- als auch der Behandlungsbedarf. Im aktuellen Haushaltsentwurf sind diese Bereiche jedoch unterfinanziert und das, obwohl es Pflichtaufgaben sind. Ich bitte Sie deshalb um die Beantwortung folgender Fragen. Wie wollen Sie, Herr Oberbürgermeister, den steigenden Bedarf an psychosozialer Beratung zukünftig decken? Dabei bitte ich insbesondere darzustellen, wie viel Personal ist dafür notwendig? Und zweitens, wie viel Geld müsste dafür im Haushalt eingestellt werden? Ich formuliere gleich mal noch die Nachfrage, weil es dann eher den nicht pflichtigen Bereich betrifft, aber durchaus wichtig ist, wie wollen Sie sicherstellen, dass künftig auch Vereine die soziale Arbeit auch auf der Straße, wie zum Beispiel SafeDD, Arbeit leisten, diese auch weiterhin den Anforderungen entsprechend tun können? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Geitsch, wir sehen die wachsenden Anforderungen auch insbesondere nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Es wird ein Stellenaufwuchsbedarf von 3 Beratungsfachkräften in freien Trägerschaften gesehen, während eine Fachkraft mehr jeweils im Bereich Psychiatrie und Sucht anzusiedeln ist, müsste eine weitere Fachkraft in speziellen Angeboten, insbesondere für Kinder mit psychisch erkrankten Eltern oder einer eigenen psychischen Erkrankung als Anlaufstelle dienen. Zusammen mit den Sachkosten würde dieser Stellenaufwuchs bei den freien Trägern zu jährlichen Mehrkosten von etwa 310.000 Euro führen. Dieser Betrag ist aktuell nicht im Haushaltsentwurf 2023/24 eingestellt. Mit dem zur Verfügung gestellten Budget können die Angebote der Gesundheitshilfe, also zum Beispiel Angebote der Schwangerenberatung, AIDS-Beratung und Telefonseelsorge unterstützt werden. Zur Leistungskürzung führt das aktuelle Budget jedoch in den Bereichen der Psychiatrie und Suchthilfe, da ein notwendiger Mehrbedarf zum Erhalt des Status quo aktuell noch nicht eingeordnet werden konnte. Zum Erhalt des Status quo für Psychiatrie und Suchtberatung ohne Reserve für steigende Sach- und Energiekosten, die wir ja im Moment haben, müsste im Haushaltsjahr 2023 etwa 40.000 und im Haushaltsjahr 2024 etwa 150.000 Euro zusätzlich eingeordnet bzw. nachgesteuert werden. Zu Ihrer Frage zu SafeDD. Zusätzlich zu diesen Bedarfen, über die wir gerade gesprochen haben, bedürfte es zur Fortführung des suchtspezifischen Erwachsenen-Streetworks SafeDD mit 6 Vollzeitstellen in aufsuchender Arbeit in den verschiedenen Dresdner Stadtteilen eines Haushaltsansatzes von 440.000 Euro in 2023 und 454.000 Euro in 2024. Warum? Die bis dato zu einem Großteil aus Mitteln des Freistaats Sachsen gewährte Anschubsfinanzierung läuft aus, sodass die vollständigen Kosten durch die Landeshauptstadt Dresden zu tragen wären. Um das Beratungsangebot im bekannten Umfang fortzuführen, müssten die genannten Mittel zusätzlich in den Haushalt eingestellt werden. Danke für die Auskunft. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass eben das besonders auch aus der eigenen Erfahrung aus Polis und anderen städtischen Bereichen die Straßensozialarbeit, insbesondere die Erwachsenenstraßensozialarbeit, insofern eine besondere Bedeutung haben, da das eben Menschen betrifft, die einfach den Weg in die normalen, sag ich mal, Beratungsstellen nicht finden. Und deshalb ist es halt besonders wichtig. Kann ich davon ausgehen, dass ich das auch noch schriftlich bekomme? Immer. Okay, danke schön. Das kann ich mal, oder wir sagen das ja immer wieder, das kommt generell, aber jedes Mal kommt von allen Beteiligten wieder der Wunsch. Also auf diesen Satz brauchen Sie eigentlich nicht zu sagen, es kommt generell. So, wir kommen zur nächsten Fraktion, Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Genschmer. Jetzt geht's. Herr Oberbürgermeister, wir haben eine ähnliche Frage wie Herr Schmählich zum Energiesparplan der Landeshauptstadt Dresden eingereicht. Wir haben heute schon genügend Zeit unnütz verschwendet durch das Agieren von Rot-Rot-Grün und der CDU bei der Bürgermeisterwahl, allein eine Stunde mit Auszeiten. Aus dem Grund werde ich unsere Frage nicht stellen, bitte Sie mir dann schriftlich zu beantworten.
kriegen Sie. Machen wir weiter. SPD-Fraktion, Frau Dr. Vogel, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in den kommenden Monaten ist mit einem massiven Anstieg der Energiekosten zu rechnen. Das trifft nicht nur private Haushalte, sondern auch die Stadt, ihre Unternehmen und freie Träger im Auftrag der Stadt. Dabei kann aktuell noch niemand seriös beziffern, wie hoch die zusätzlichen Bedarfe sein werden. Gerüchteweise haben Sie im Haushalt einen Notfallfonds zur Bewältigung der Energiekrise verankert. Dazu bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen. Wo ist der Notfallfonds im Haushaltsentwurf verankert und mit wie vielen Mitteln ist er ausgestattet? Und zweite Frage, wer kann zusätzliche Mittel aus diesem Fonds bekommen? Ist er nur für die Kernverwaltung, auch städtische Eigenbetriebe und Unternehmen oder ebenso freien Trägern, beispielsweise der Jugendhilfe, Kultur und dem Sozialbereich zugänglich? Kann das Geld nur für Energiekosten oder auch für Preissteigerungen im Zuge der Inflation oder bei Tarifsteigerungen genutzt werden? Ich danke Ihnen. Ich wundere mich ein bisschen über die Frage, weil wir es letztens ja auch im Finanzausschuss gesagt haben, wo das ist und wie hoch es ist. Also, jetzt sogenannte Notfallfonds würde ich eher als eine Risikovorsorge bezeichnen, die wir im Haushalt vorgenommen haben. Sowohl sind hier in einzelnen Ämtern mit erhöhten Betriebskosten ohnehin schon geplant worden. Und wir haben darüber hinaus für den Gesamthaushalt eine Risikovorsorge eingestellt und diese Risikovorsorge in Höhe von 10,3 Millionen Euro steht im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft und das ist in der Kämmerei angeordnet. Diese ist zunächst erstmal dafür vorgesehen, dass wir gestiegene Energiekosten der Kernverwaltung, wenn sie über die Haushaltsansätze hinausgehen sollen, und da sind wir gerade nochmal im Nachkalkulieren und Nachbesprechen, für die Beratungen in den Ausschüssen dann natürlich zu verwenden. Sollten wir da darüber hinaus dann Luft haben, würde ich sie auch zur Verfügung stehen, gerade bei den freien Trägern auch da weitergehende Kostensteigerung darüber abzufedern. Darüber hinaus, glaube ich, überfordert es die Finanzposition, dann weitergehende Notwendigkeiten, die es bestimmt in vielen Bereichen gibt, daraus zu finanzieren. So, dann kommen wir zur FDP-Fraktion, Herr Hase. Sehr geehrter Oberbürgermeister, der Dresdner Stadtrat hat mit Beschluss vom 22. April 2021 signalisiert, die Errichtung eines jüdischen Museums in Dresden zu unterstützen. Als möglicher Standort dafür sollte dazu demnächst auch das Gelände am alten Leipziger Bahnhof geprüft werden. Nach diesem Beschluss gab es im Frühjahr 2022 dazu mehrere Initiativen im Geschäftsbereich Kultur und Tourismus rund um das Areal des Leipziger Bahnhofs. So fand unter anderem ein Beteiligungsworkshop zur Konzeption der Errichtung eines Gedenkortes für die Opfer der Deportation am alten Leipziger Bahnhof im März statt. Es wurde ein Ideenwettbewerb mit dem Titel Gedenkareal Dresdner Norden im zweiten Quartal ausgeschrieben, sowie eine digitale Veranstaltungsreihe unter dem Oberbegriff Jüdisches Museum für Sachsen, Jüdisches in im Museum, Fragezeichen, Überlegungen, Diskussionen in Sachsen im ersten Quartal durchgeführt. Momentan ist nicht ganz klar, wie die Teilergebnisse dieser Formate, die ja sehr unterschiedlich waren und auch sehr unterschiedliche Facetten zum Tage gefördert haben, nun im Sinne einer politischen Gesamtstrategie zusammengeführt werden. Zudem besteht die Befürchtung, dass nach den eher negativen Rückmeldungen in der digitalen Veranstaltungsreihe der Verwaltung das Ziel, ein jüdisches Museum in Dresden zu errichten, aufgegeben wurde. Zumindest wurde uns Stadträten dies in einem Gespräch mit der jüdischen Gemeinde in der letzten Woche so gespiegelt. Dazu zwei konkrete Fragen. Was hat die Prüfung zur Errichtung eines jüdischen Museums bisher ergeben? Und wann werden die konkreten Ergebnisse dem Stadtrat vorgestellt? Und wann wird die im Beschlusspunkt 4c des Stadtratsbeschlusses vom 22. April 2021 geforderte Steuerungsgruppe gebildet? Die Beantwortung übernimmt zunächst Kollege Kühn. Sehr geehrter Hase, die Errichtung eines jüdischen Museums und der Prüfung dessen wurde mitnichten aufgegeben, im Gegenteil.
Der Geschäftsbereich Kultur und Tourismus und mein Geschäftsbereich haben sich intensiv einer inhaltlichen Konzeption und einer Standortprüfung für ein jüdisches Museum auseinandergesetzt. Die Ergebnisse sind aktuell im Entwurf einer Beschlussvorlage für den Stadtrat zusammengefasst. Die Vorlage befindet sich aber noch im verwaltungsinternen Geschäftsbereichsumlauf. Und wenn sie den absolviert hat und durch die Dienstberatung des Oberbürgermeisters gegangen ist, wird sie entsprechend auch den Gremien des Stadtrats zur Beratung und dann auch zur Beschlussfassung vorgelegt. Die von Ihnen genannte Bildung einer Steuerungsgruppe soll ja für den Fall vorgenommen werden, dass sich das Vorhaben der Museumsgründung konkretisiert. Soweit sind wir noch nicht. Insofern besteht noch nicht die Grundlage für die Bildung einer Steuerungsgruppe. Gleichwohl wurde mit den Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinde und jüdischer Kulturvereine in den bisherigen Prozessen intensiv gesprochen, diese beteiligt und entsprechend auch gehört. Stand dazu noch eine Nachfrage zum Thema Steuerungsgruppe. Wir haben eine Beschlusskontrolle bekommen am 30. August 2021 vom Geschäftsbereich 4. Und da wurde bereits angekündigt, dass nach der Sommerpause 2021, das heißt vor genau einem Jahr, diese Steuerungsgruppe eigentlich schon gebildet werden sollte. Das steht hier schriftlich in der Erklärung drin. Das müsste vielleicht nochmal aufgeklärt werden, warum damals die Notwendigkeit gesehen wurde, jetzt ein Jahr später die Steuerungsgruppe nicht eingerichtet werden kann. Ich nehme das Thema nochmal mit. Es ist kein ganz triviales Thema im Moment. Ich will das mal so vorsichtig von meiner Seite ergänzen. In der Gemeinschaft unserer jüdischen Mitbürger ist da auch nie ein ganz einheitliches Handeln. Das macht uns im Moment das Agieren dort nicht gerade leicht. Wir werden definitiv nichts als Stadt unternehmen gegen den expliziten Willen der jüdischen Gemeinde. Und das ist erstmal sauber aufzuarbeiten im Moment, und da laufen Gespräche. Und deswegen bitte ich da auch noch ein paar Minuten um Geduld. So, wir machen weiter und kommen zum Abschluss der zweiten Fragerunde. Und da sind die Dissidenten an der Reihe. Herr Aschenbach. Zum Schluss noch mal zum Anfang. Liebster Oberbürgermeister, ich weiß, demokratische Gepflogenheiten sind nicht so Ihr Ding, Beschlüsse des Stadtrats nicht gar so wichtig und überhaupt ist dieses ganze Demokratiegedöns eher lästig. Das haben Sie ja heute wieder beeindruckend bewiesen. Der unbedarfte Laie könnte aber meinen, dass es zumindest bei der Wahl der Bürgermeister gute Gründe geben müsste, wenn ein Oberbürgermeister das Votum der demokratischen Vertretung mal eben über den Haufen wirft. Gerade bei einer Personenwahl könnte man denken, dass eine Person nur aufgrund ihrer selbst, soll heißen mangels fachlicher oder persönlicher Eignung, disqualifiziert werden kann. Alles andere riecht irgendwie nach Willkür. Laut Ihrer Aussage hat zum Beispiel der jüngst verschmähte Dr. Peter Lames gar nichts mit seinem eigenen Rauswurf zu tun. Das irritiert. Reicht es etwa, dass ein Oberbürgermeister schlecht geschlafen hat oder gar ein Pups quer hängt, um die Wahl des Stadtrats umzufurzen? Deswegen mal so ganz allgemein gefragt, liebster Oberbürgermeister, welche Gründe rechtfertigen es Ihrer Rechtsauffassung nach, dass ein Oberbürgermeister das Einvernehmen zur Wahl einer Beigeordneten verweigert? Also, liebster Herr Aschenbach, wir leben ja in einem Rechtsstaat und da in Deutschland sowieso alles geregelt ist, stehen natürlich die Ausführungen dazu, wie entsprechend vorzugehen ist in der sächsischen Gemeindeordnung. Und der Verordnungsgeber oder Gesetzgeber hat sich bei der Erstellung der sächsischen Gemeindeordnung sehr stark an die süddeutsche Ratsverfassung und an das Erfolgsmodell Baden-Württemberg orientiert, wo das eben seit vielen Jahrzehnten erfolgreich erprobt ist. Und insoweit sagt er sich, wichtige Personalentscheidungen sollen eben natürlich durch den Rat getroffen werden, aber da der Oberbürgermeister ja einmal für alles verantwortlich ist, zum Zweiten oberster Dienstherr ist, hat er auch ein gewisses Mitspracherecht und das nennt man Einvernehmen.
Und in der Sitzung am 11.8. ist dieses Einvernehmen nicht zustande gekommen. Natürlich würde der Oberbürgermeister sich wahnsinnig stark wünschen, liebster Aschenbach, dass er Beigeordnete bekommt. Da sage ich mal, sowohl dann am 11. August wie dann auch heute ist die Vertagung passiert mit einer Ratsmehrheit. Auch das ist Demokratie, auch das ist Mehrheit und auch das hat er zu respektieren. Sie meinen also, liebster Oberbürgermeister, dass es keinerlei Kriterien gibt, die Ihr Handeln einschränken? Wenn es Kriterien gäbe, ist in einem Rechtsstaat und gerade in einem deutschen Staat alles geregelt und festgeschrieben. Aber genau das hat eben der Gesetzgeber nicht getan. Siehste, ich habe mit dem Herrn Engel drüber geredet. Ihr müsst es mal durchklagen. Danke. So, mein liebster Herr Aschenbach, mit Ihnen haben wir dann die zweite Fragerunde geschafft und damit die Fragestunde insgesamt.